Na schon, wann du da wieder Du raus bist bist. nicht Ja, ich hoffe Aeon. bald. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen, dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Lebt echt noch. Ja, der lebt noch. Nicht viel. Das ist ja unser Auftraggeber. Wir haben ihn sogar einmal getötet. Er ist aber wieder aufgestanden quasi. Also, ein lebender das letzte, Toter. Was ich von ihm habe? Und sterblich. Das Geschenk. Zombie mit Verstand, ja. So in etwa. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist. Bis
gar nichts mehr ist. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ja. Weißt du, ich habe Olgierts Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Das passiert im Suft. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Leb wohl. Ich möchte die Katze trotzdem noch haben. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everreck. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. So zerbröselter Keks. Yep. Oder in dem Fall das Bild. Hei. So. Sehr schön. Gut. Ich gehe noch einmal ganz kurz pinkeln. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Ich habe heute echt so einen scheiß Pinkeltag. Bin in ein paar Minütchen. Danke. Bis gleich. Musste eben erstmal noch ein bisschen mit Salem kuscheln. Der hatte sich oben direkt hingelegt. Deswegen hat es dann noch mal ein paar Sekündchen länger gedauert. Können wir auch mal das 90er hier verwenden? Jetzt habe ich eigentlich dazu entschieden, dass ich dieses schwarze Zeug da trage. So. Nee, tatsächlich war ich das nicht. Weil eigentlich ist das hier meine Rüstung. Von Anfang an schon. Also nicht von Anfang an, aber seit ich heute hier gestartet habe. So, wo müssen wir hin? Nur da ganz unten hin. Und es gibt hier natürlich mal wieder keine Schnellreisemöglichkeit. Da steht mein Pferd. Da komme ich raus. Hallo, Plötze. Nicht so schnell, Plötze. Huch, nein, ich wollte nicht absteigen. Weiter so, Plätze. So, ich will einmal zum nächsten Schnellreiseding. Gibt's denn nicht irgendwo eins? Komm schon!
Ja, da. Also Kaya, musst du nicht immer furzen. Der war doch harmlos. Das sagst du, ich richte bis hierher. Du kleine Stinkmilbe, du. Also speichern. Der war mega. 2 Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Hey, da Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke, ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Echt? Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Der Typ kann die Zeit anhalten, will auch. Ja. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim. Auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Und stürzt sie in ein Meer aus Leid. Nein, ich nicht. Das sind ihre schlecht formulierten Wünsche. Ich bin kein Betrüger. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Wenn sie sich unwürdige Dinge wünschen, liegt das durchaus an ihrer verkommenen Natur. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Aber nur fast. Ich sollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung. Der Glastyp, wovor er uns gewarnt hat. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich. Ja, ich denke zumindest mal, dass er das ist. Ja. Ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Mein Schmeister Tod und er eben auch. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen.
Woher kommst du plötzlich? Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein, jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen, südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Ah, Shani. Danke. Oh. Hoppala, da liegt er. Ja, das lief ja mal. Das ist schlecht jetzt recht. Schwenk ihm der Augenklappe. Die braucht er, glaube ich, nicht mehr. Geralt, gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Also wie Stromschädel tut etwas, hörst du doch eigentlich ganz gut, oder? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kedwen. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Kannst du es dir nicht überlegen? Geralt, wozu denn? Die Hochzeit, unsere gemeinsame Zeit, das war schön. Aber du hast dein Leben, ich hab meins. Das ist nichts Langfristiges. Das war damit auch nicht gemeint. Das weißt du doch so gut wie ich. Nun, pass gut auf dich auf. Und du auf dich, Geralt. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everex sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm, aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Stimmt. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein. Natürlich. Frau Doktor. Wie stehen denn die Dinge in der Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Warum? Und der Schwertgriff ist cool. Die Gelehrten, der fällt mir jetzt erst gerade auf. Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Für Radovid gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Dich scheint er ja zu tolerieren. Weil er mich braucht. Vorläufig. Also an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge.
Na, wir werden es eh nicht erfahren. Da es ja keinen vierten Teil gibt. Deswegen, ne? Halt! Auf Befehl König Radowitz darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Fall drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Niemand hat keine Abweisung, Mann. Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut. Ja. Und eine so neue Erkenntnis. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Aber das Geilste ist, sie unterhalten sich jetzt davor, wie er reinkommen kann. Auf der Flussseite sind müssten das eigentlich hören. Weniger Wachen. Ich meine, die flüstern jetzt nicht gerade. Gut, lasst mich rein. Dann ist er doch nicht so weit so. Nee. Warte mal. Wo soll ich wie was machen? Wie soll ich da rüberkommen? Ihr seid alles Helden, ey. Da steht auch so sonderlich viel, ne? Gut. Das war irgendwie klar. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Dachte, man könnte vielleicht irgendwie aufs Dach oder sowas. Keine Ahnung. Das war nicht die Bank. Nee. Es war die Höhe. Eindeutig. Die Höhe. Ja, wie kommen wir da rein? Da wir hier nicht bei Assassin's Creed sind. Ist die Möglichkeit schon mal da hinüber? Wenn ich ins Wasser springe, sollte eigentlich nichts passieren, oder? Guten Tag. Liebe Ertrunkene. So. Ah, okay, wir sind richtig.
Seil. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Natürlich. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Bis dann. Nein, wird es nicht. Also dafür, dass es Hexenjäger sind, lassen sie sich aber ganz schön leicht töten. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Es ist immer diese Umwege. Können wir nicht einfach mal durch eine normale Tür spazieren und einfach sagen so, ey, hallo, ich bin Geralt, wie geht's? Alles fit im Schritt? Wird's einfach, ja, ich weiß. Na toll, jetzt machen wir hier erstmal noch das ganze Haus kaputt. Franco, bist du das? Nein. Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Schüttler. Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein, 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 nein. Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odin. Inkarnation des Bösen. Er schickt mich nicht, aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Möglich. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odin ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Ei. Und ich brauchte. Es ist wie so eine böse Besessenheit, dieser Typ. In die Folianten, also dieser Gondolim. Obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis. Warum habe ich bloß ganz am Anfang mit ihm geredet? Dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen. In vielen Kulturen unterwegs, ja. Aber immer als Ausgeburt des Finger eingeklemmt. Ah. Hier heißt er Gaunter Odin, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt.
Sie scheinen harmlos. Fuß hilft er leider nicht. Aber in dem Wahnsinn. Eieiei, das hat weh. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Odim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Odim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Warum wollte Olgierd Odim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Gar nichts mehr. Dieser Name. Wieso so ein schöner Name? Nein. Genauso wie Bingo Boffin. Odim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Du bereust immer wieder, dass sie mir keine gemütliche Hose anzieht zum Stream. Mann, der seinen Pakt gelöst und Odim mit seinen eigenen Waffen bitte nicht erwähnen. Da freust du dich nicht auf so einen Tag, wenn du Boffin wieder siehst. Ihr seid doch ein Herz und eine Seele. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Hier sind wir nicht. Aber er ist doch dein Papilein. Danke, das hilft mir weiter. Gut, sehr gut. Ach, nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. Und Genick gebrochen. Das war nur eine Frage der Zeit. Kurz. Okay, was habe ich hier gesagt? Nicht den Chat vollreihen, ja? Wir sind hier nicht alleine. Wisch, wisch. Ja, so ist gut. Kaya, die Putzfrau. Wie komme ich da nicht hoch? Dann nicht. Ja, wie komme ich jetzt hier raus?
Komme ich jetzt hier raus? Ja, warum geht das jetzt? Warum ging das eben nicht? Muss ich nicht verstehen. Du hast jetzt nämlich ein Behälter-Kletter-Skill. Nicht? Seltsam. War mir sicher, ich hätte ihn. So. Kann ich denn nochmal zu Shani? Sonst hätte es sehr klar. Ja. Warte mal, wo geht's denn hier nochmal zu Shani? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ihr Haus war. Nee, war es nicht irgendwo am Hafen? Kriech wieder unter deinem Stein. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Hey, Daniel! Das war's nicht. Weißt du nicht mehr, wo es war? Lang lebe Radovid. Ist hier? Ja. Ja, Mensch. Ja, Geralt. Durch Zufall richtig. Die Hochzeit war wirklich eine gute Idee. Ich komme selten dazu, eine Pause zu machen, abzuschalten. Okay. Hat mir gut getan. Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Hoffentlich waren Vladimir. War jetzt kein Wasser, aber. Ne? Artig. Ein sonderbarer Mann. Geist. Aber ich fand ihn sympathisch. Muss zu Lebzeiten ein echtes Original gewesen sein. Wir sollten das mal wiederholen. Aber ohne Geist, der meinen Körper besetzt. Aber gerne. Hauptsache trinken. Ja, stimmt. Bis später. Okay. Können wir leider nicht mehr viel machen. So, wo ist hier? Da hinten. Weil dann porten wir uns einmal dahin, wo wir auch hin müssen. Also wenigstens ist Nord, wo es keine Spinnen gibt. Ich weiß zwar nicht, ob es da drin Spinnen gibt, aber da, hier gibt es zumindest keine Spinnen. Ah, okay, deswegen kann ich nicht speichern. Okay. Jetzt ist gespeichert. Hallo, Bambis. Oh, mein Finger tut immer noch weh. Oh, warum musste ich mir dem auch eben unbedingt einklemmen? Wo hast du dir denn eingekämpft? Zwischen Stuhl und Schreibtischschublade.
Buch. So, ich muss da drüber. Ja, da muss ich erstmal hochkommen irgendwie. Das klingt schmerzhaft. Klingt nicht nur schmerzhaft, es ist auch schmerzhaft. Hä? Darunter. Hä, hey, aber als ich eben drin war, hieß es doch, ich soll raus. Okay. Ja, okay, gut. Oh, kein Problem. Hallo, ich würde da gerne einmal auf den Stachhallen. Okay, das fällt bloß nicht runter. Ja, ich sagte, fall bloß nicht runter. Okay, hier kann ich nicht mehr speichern. Hier waren wir auf jeden Fall mal drin. Hätten wir den einen Drachen mal getötet. Oh je. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Das würde mich sehr interessieren. Oh Mann. Ein Ort wie jeder andere. Wir hätten uns auch anderswo treffen können. Aber wir treffen uns hier. Und etwas sagt mir, dass das kein Zufall ist. Nope. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Iris war es leid, halb tot und halb lebendig zu sein. Ich glaube, sie wollte, dass es aufhört. Kann ich ihr nicht vorwerfen. Ich habe sie zu schrecklichem Leid verdammt. Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein... Ich betrüge nie.
bist ein Hexer. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Nein, bitte nicht. Gewinnt? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Bitte du nicht. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast nicht gewinnt. Also gut. Nicht gewinnt. Aber wir tun es auf meine Art. Nicht gewinnt. Ich befürchte, es wird nicht gewinnt sein, aber es wird irgendwas anderes Schreckliches sein. Riesenspinnen. Was ist los? Lass mich raten. Riesenspinnen. Du wolltest spielen, also spielen wir. Riesenspinnen. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es. Oh nein, kein Rätsel. Das ist ja noch schlimmer. Und wenn nicht? Bitte nicht auf Zeit, bitte nicht auf Zeit, bitte nicht auf Zeit, bitte nicht auf Zeit. Oh nein, 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 nein. Kein das Glück heute. Nee, ich habe sowieso kein Glück. Hören. Kein Rätsel mit Spinnen und auf Zeit, ja. Mich. Also das auf Zeit habe ich dazu gedichtet. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Ich bin richtig schlecht in Rätseln. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Das ist ja genauso wie... Was habe ich in meiner Tasche? Ist genauso ein Scheißrätsel. Okay, warte mal. Ich habe es nicht gut verstanden. Wiederholst du es? Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle. Ich grübe, ja. Als erklängen tausend Harfen. Ich hoffe, dass was zur Auswahl steht, aber... Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Bitte nicht auf Zeit. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Nein! Dann los! Die Lösung des Rätsels. Da komme ich nicht weg. Ja, wo soll ich denn die Lösung finden? Was ist das für ein... Oh, Ort? Scheiße. Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Mhm. Keine Ahnung, ne? Da hab ich keine Ahnung. Was, das verkacken wir doch. Scheiße. Ja. Monster waren nicht abgemacht. Meine Welt, meine Regeln.
du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht? Echo. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Würde ich gerade sagen. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Verdammt, was bist du? Ja, frage stelle ich mir auch gerade. Links, rechts, links, rechts. Ach Gott. Das verkacken wir. Gott, ich weiß doch nicht, wo wir hin müssen. Lass mich nicht hier. Hilf mir. Ich helfe hier gerade niemanden. Ich bin froh, wenn ich selber zurechtkomme. Na was? Shani, halt durch. Ich komme. Das ist nicht Shani. Also ich bin nicht drauf reingefallen, das war Geralt. Scheiße. Ich will nicht mehr. Ich hasse Rätsel. Ganz einfach ein Nord. Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Ist auch nicht. Hübschen ich bin komplett überfordert, ja, ich auch. Allerliebst erscheinen. Kinder lieben Schaukeln. Alte könnten sich davor fürchten. Nein. Aber zum Rest passen Schaukeln nicht. Alle Schaukeln Menschen ergeben auch kein Echo. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es geht mich nicht. Erachte Spiegel, mich, Spiegelbild. Betrachte mich, bis dein Verstand erreicht. Dabei kannst du mir doch nicht einschlagen. Nee. Was kann das sein? Seele? Ich weiß es doch oh, nicht. Oh, furchtbar. Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ach, hör auf. Du machst es nicht besser. Diese Zeit, die da abläuft, die ist auch nicht ganz angenehm. Familiengruft. Mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebe mich nicht. Familie passt dazu. Aber sonst zu nichts im Rätsel. Wiederhole das Rätsel. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich spiegeln. Hier versteckst du dich also? Ich hab doch gesagt. Hab ich nicht gesagt? Ich hasse Räume, die. Oi. Es sind Spiegel, ne? Es sind Spiegel. Das ist die Lösung, oder? Das sagst du, doch ich warte und warte. Das sind Spiegel. Du musst mich noch immer finden. Wobei sie aber auch nicht zum kompletten Rätsel passen. Du kleines Affengesicht, ey. Punkt für mich. Meine Zeit läuft davon. Geralt. Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Geralt, wenn ich das jetzt auch noch erledigen muss. F-
fließendes Wasser hinter dieser Wand. Wenn ich sie einreiße, fließt es hier hindurch. Ich sehe keine Zeit ablaufen. Ihr seht die Zeit nicht ablaufen, weil die Bar da oben, also das Ding da oben ist, mit den Followern und Subscribern und so weiter. Genau da ist nämlich die Zeit, die abläuft. Aber es ist das Spiegelbild, ne? Das Spiegelbild allerdings nicht im Spiegel, sondern im Wasser. Nicht gedacht, dass wir es schaffen. Nee, hätte ich wirklich nicht gedacht. Na, jetzt besser? Ja, das war noch richtig gut. Ja, Spaß beim Zocken für später eine gute Nacht. Ja, dir auch eine gute Nacht. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Würde Tote und nochmal vielen lieben Dank für die Bits. Besonders übler Jager. Und träum was Schönes. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu. Gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Aber das Geilste ist, wir haben, glaube ich, gerade, oder wir spielen jetzt gerade das erste DLC durch. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade das erste DLC durchgespielt. man kann seinen Rätsel aber noch mehr Abstraktionen führen. Wie ein Sigma hintereinander verschachtelter Satz. Oh Gott. Ich hasse Rätsel. Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid.
Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück. Unglaublich. Ja, das war das erste DLC, das wir jetzt durchgespielt haben. Warum hat er ihn angeschnüffelt? Damit er sieht, dass er wieder blutet, denke ich mal. Also so nach dem Motto, hier, guck mal. Du bist nicht mehr unsterblich, sondern in deinen Adern fließt wieder Blut. Denke ich zumindest mal, dass er das damit ausdrücken wollte. Wildes Ende, deinstalliert das Spiel. Ach was. War ja nur das Ende vom DLC.